Oh, die Geschichte der Currywurst ist relativ schnell erzählt. Der Star ist natürlich die Soße. Zu der Pfanne in der Mitte komme ich gleich mit den Zwiebeln. Erstmal die Currysoße, weil die muss einreduziert werden. Also Olivenöl, bisschen Knoblauch, reichlich Tomatenmark, dreifach konzentriert. Dazu die Peperoni. Das wird jetzt erstmal schön angeröstet. Dann kommen zwei Currypulver dazu, nämlich normales Currypulver und scharfes Currypulver und davon reichlich und auch noch Kurkuma dazu. Und es wird quasi im Olivenöl trocken angeröstet und dann erst kommt ein guter Schuss Gemüsebrühe dazu, waren so 150 Milliliter wahrscheinlich. Dann kommt Austernsoße, Sojasauce und ein ordentlicher Schuss Honig dazu. Salz, Pfeffer sowieso. Und das war's. Und dann wird das schön runter reduziert, bis das eine sämige Masse wird. Das werden wir gleich sehen. Ja? Mehr passiert da gar nichts mehr. Das wird jetzt nur noch runtergekocht. In der Mitte sind Zwiebeln angeröstet worden, und zwar reichlich, und drei Paprikaschoten in Streifen geschnitten. Ganz normal in Olivenöl, bisschen Salz, Pfeffer dazu und so weiter und so fort. Dann wird das nachher aber abgelöscht mit Portwein und Balsamico. Und das wird dann so lange runter reduziert, bis im Prinzip quasi die Flüssigkeit komplett verdunstet ist und das dann so richtig schön glasiert, karamellisiert ist. Und also sensationell, dieses Gemüse so als Grundlage. Und hier vorne sieht man die Currysoße, die runter reduziert wird. Und wenn man merkt, das neigt sich jetzt so langsam dem Ende zu, dann so langsam die Würstchen braten, weil die sollen auch nicht zu heiß gebraten werden, sonst spritzt das da rum. Das heißt, die dauern auch noch mal 6, 7, 8 Minuten, bis die gar sind. Und dann ist das Essen fertig. Sensationelle Currysoße, also so wie ich die jetzt gemacht habe. Die hat leider richtig, richtig gut geschmeckt, hatte auch eine perfekte Konsistenz. Ich habe da definitiv keine Stärke, kein Mehl, also überhaupt kein Bindemittel drin. Die ist einfach nur vor sich hin köchelnd auf diese Konsistenz runtergekocht. Auch in der Mitte in der Pfanne sieht man das Gemüse. Die Flüssigkeit ist im Grunde genommen weg, deswegen muss man ab dem Zeitpunkt dann auch mit der Temperatur komplett runterfahren, dass es nur noch warm gehalten wird. Ja, und das war's dann. Dann Teppich legen mit dem Gemüse, was für sich schon super schmeckt, kann auch eine Beilage für alles Mögliche sein. Dann hier in dem Fall war das eine grobe Wurst mit Bärlauch drin und dann diese sensationelle Currysoße, die war so lecker. Und ein Stück Weißbrot, frisch gebacken, wohlgemerkt. Perfektes Essen.